Es ist die Geschichte eines Mannes. Eines Mannes voller Talent, mit Feuer in den Beinen, mit zahlreichen Siegen. Aber eines fehlte ihm noch. Er hatte alles, was es im Radsport gibt, schon gewonnen. Doch der Spanier hatte es noch nie geschafft, in Paris mit dem grünen Trikot aufzufahren. Eher ein Spezialist der Tagesklassiker, der sich bei Milan Sanremo, das er zweimal gewann, wie bei den flämischen Klassikern wie der Flèche Brabançon oder Gent Wevelgem wohlfühlt, ist Freire im Peloton respektiert, in seiner Heimat jedoch eher unbekannt. In Spanien zählt nur der Fußball, sagt der Spanier oft etwas traurig, und seine Erfolge bekommen dort nicht die Anerkennung, die sie verdienen. Das könnte auch dieses Jahr wieder so sein, denn die ewigen Kritiker werden natürlich hervorheben, dass der Vorjahressieger der Sprintwertung Tom Boonen dieses Jahr nicht dabei war und dass Mark Cavendish, neuer Sprintstar des Peloton, am Morgen der 15. Etappe aufgegeben hat. Es versteht sich zwar von selbst, man muss es aber noch einmal sagen, um das grüne Trikot zu gewinnen, muss man es bis nach Paris schaffen. Und Freire weiß, wie schwer das ist. Vor der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt ist er bei 4 Teilnahmen nur einmal bis auf die Champs-Élysées gekommen. Seinen Sieg in der diesjährigen Sprintwertung musste er sich dann auch hart erkämpfen. Denn gegen ihn stand mit dem jungen Briten Mark Cavendish ein sehr starker Fahrer, der Freire mit seinen 4 Etappensiegen daran erinnerte, dass er schon 32 Jahre auf dem Buckel hat. Dass sein Team bei dieser Tour vor allem Dennis Menchoff unterstützt hat und er etwas isoliert war, machte es für den Spanier nicht unbedingt einfacher. Freire verdiente sich seinen Sieg dann auch ganz alleine. Er fuhr sehr konstant und wurde 9. in Plumelec, 7. in Saint-Brieuc und Nantes, 6. in Narbonne, 5. in Nîmes, 4. in Toulouse, 2. in Châteauroux und Etappensieger in Digne-les-Bains. Er hat von diesem grünen Sprintertrikot geträumt und hat es auch verdient gewonnen. Er wird damit der erste Spanier der Tourgeschichte, der in Grün auf die Champs-Élysées fährt. Sein nächstes Ziel ist für ihn ein 4. persönlicher Weltmeistertitel und seine Gegner wissen, dass sie mit ihm rechnen müssen.